Hey, heute gibt es endlich ein Back-to-School-Video, auf das ich mich schon ungelogen seit Wochen freue. Denn ich war mal wieder bei Amazon unterwegs und habe richtig süße und coole Schulsachen gekauft. Und diesmal habe ich sie auch bestellt, das heißt, ich zeige sie euch sogar diesmal in echt sozusagen und nicht nur auf irgendwelchen Fotos. Deswegen musste ich auch ein bisschen warten, bis ich das Video jetzt endlich drehen konnte. Aber die Sachen sind jetzt endlich alle angekommen. Und ich freue mich so unglaublich, euch die Sachen zu zeigen. Das Besondere daran ist, dass die Sachen mega günstig sind. Also ich habe echt darauf geachtet, dass ich nicht mehr als 5 Euro ausgebe. Und teilweise kosten die Sachen wirklich nur einen Cent. Also mega krass. Ich verlinke euch natürlich die ganzen Sachen in der Infobox, über die ich rede bzw. die ich euch zeigen werde. Dann könnt ihr euch einfach nochmal selber so einen Eindruck verschaffen. Und ja, ich greife jetzt mal so in meinen kleinen Haufen und zeige euch mal, was ich so gefunden habe. Ich habe ja schon mal so ein Must-Have-Video gemacht mit Schulsachen, auch von Amazon. Das kann ich euch gerne mal unten verlinken. Das kam auch super gut bei euch an. Und deswegen fangen wir direkt mal mit der ersten Sache an, die ich diesmal gefunden habe. Und zwar ist das dieser mega süße Panda-Tacker. Da war sogar auch so eine Tacker-Munition dabei und ich finde ihn so unglaublich süß und mega praktisch, weil der passt super in die Federtasche oder einfach ins Mäppchen. Ich weiß nicht, was ihr sagt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Federtasche sagt oder Mäppchen oder Etui oder Etui, wie auch immer. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich habe auf jeden Fall immer Federtasche gesagt. Zumindest ist der wirklich sehr handlich und ich finde den auch noch mega putzig. Und auch so von der Qualität, muss ich sagen, kann man jetzt nicht sagen. Also wirkt wie ein ganz normaler kleiner Tacker. Dann als nächstes eine Sache für wirklich nur einen Cent. Und zwar diese Mini-Kugelschreiber. So, ich habe die jetzt mal hier rausgeholt. Das sind nämlich solche kleinen Kugelschreiber. Und die sehen aus wie so Tabletten. Beziehungsweise hier steht irgendwie drauf, das sollen so Vitamintabletten sein, glaube ich. Und gibt es halt in verschiedenen Farben. Da waren jetzt 6 Stück dabei. Ich finde, sowas macht einfach im Schulalltag richtig viel Spaß, wenn man solche coolen Kleinigkeiten hat. Dieses Lineal fand ich auch mega cool, weil es so schöne Verzierungen hat. Und gleichzeitig natürlich was Praktisches ist, denn Lineal, glaube ich, kann jeder in seinem Mäppchen gebrauchen. Ich mag sowas super gerne, weil es halt was Besonderes hat. Und dann haben sie alle anderen und es kann euch auch auf jeden Fall keiner klauen, denn das fällt auf jeden Fall auf, wenn auf einmal jemand anderes das in seinem Mäppchen hat. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr früher auch das Problem hattet, dass ständig Stifte oder Kugelschreiber oder so verloren gegangen sind. Denn bei mir war es echt fast immer der Fall. Als ich diesen Kaktus-Kugelschreiber gesehen habe, musste ich ihn bestellen, weil ich es einfach so gefeiert habe. Es ist einfach ein Kaktus in einem Blumentopf als Kugelschreiber. Wie cool ist das denn bitte? Und der Kugelschreiber schreibt auch wirklich sehr gut und ich muss sagen, das fühlt sich halt voll cool an, wenn man das hier so festhält. Ist halt so voll gummiert und voll weich. Ich finde es mega dekorativ für den Schreibtisch und da ja Kakteen sowieso mega im Trend sind, wird er bei mir auf jeden Fall auch ein Plätzchen auf dem Schreibtisch bekommen. Dann habe ich natürlich noch ein Mäppchen bestellt und übrigens nicht nur eins, sondern ein paar mehr, weil es so süße gab. Und ich fand das hier auch mega cool, diesen kleinen Panda. Das ist so richtig flauschig und man kann es natürlich aufmachen und hier drin ist es so schwarz-weiß gepunktet. Und ich sage es immer wieder, ich wünschte, zu meiner Schulzeit hätte es schon so coole Sachen gegeben. Dann habe ich noch Radiergummis gefunden, die echt richtig cool und besonders sind. Und zwar sind die in Form von Essen. Und zwar haben wir hier einen kleinen Burger, der sieht schon mal mega gut aus. Dann eine etwas größere Pommes, also zumindest im Verhältnis zu dem Burger. Dann noch so ein cooles Eis, das sieht auch mega lecker irgendwie aus. Und dann noch so ein Hasenkopf, der war irgendwie auch dabei, keine Ahnung, was das sein soll. Die kann man natürlich auch sehr, sehr gut mit seinen Freunden teilen und ich denke, die werden sich auch freuen, wenn ihr denen einfach so ein Eisradiergummi schenkt. Dieser Gelstift hat mich so an früher erinnert, deswegen musste ich ihn einfach bestellen. Und zwar ist das so ein Gelstift, der mit so verschiedenen Farben gefüllt ist. Und wenn man eine Farbe aufgebraucht hat, dann kommt automatisch die nächste. Wir haben hier so blau, pink, lila, gelb, orange und grün. Ich meine, wie cool ist das denn? Also man hat sozusagen immer so eine kleine Überraschung, welche Farbe denn jetzt kommt. Ich mochte die früher schon gerne und ich glaube, ich habe die früher mir nie gekauft oder ich durfte sie nie haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die früher deutlich teurer und ich finde sie einfach immer noch mega cool. Dann habe ich noch ein Mäppchen bestellt und das sieht einfach so aus. Wie verrückt ist das bitte? Es sieht einfach aus wie eine Milchtüte und hier oben steht auch drauf, Caramel Milk. Und es ist trotzdem ein ganz normales Mäppchen, was man hier mit einem Reißverschluss aufmachen kann und dann halt so seine Stifte reintun kann. Ich fand das einfach super kreativ und ich wette mit euch, keiner in eurer Klasse wird dieses Ding auch haben. Es ist mit so viel Liebe gemacht, hier stehen so viele süße Sachen drauf. Ich glaube, das ist so mit mein Favorite aus diesem ganzen Video. Dann habe ich mir nochmal Gelstifte bestellt, weil ich die irgendwie auch cool fand und mich nicht entscheiden konnte, weil alle Sachen einfach süß waren. Und das sind solche, ja, Schlüssel, würde ich sagen. Das ist halt so ein Paket, da waren jetzt hier 5 Stück bei und das sind halt ganz normale schwarze Gelstifte, aber in Schlüsselform. Und die kann man halt auch super mit seinen Freunden teilen. Die sind halt auch so was Besonderes einfach und die waren halt auch mega günstig. Und ich muss sagen, sie schreiben wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich noch richtig lustige Radiergummis für euch. Und zwar nennen sich die Lachradiergummis, denn da sind solche Emoji-Gesichter drauf. Und da ist, glaube ich, jedes Gesicht drauf, was man sich vorstellen kann.
Und ich finde, die kann man super an seine Freunde verteilen und dann gibt man einfach jedem ein Gesicht, was man findet, passt zu demjenigen. Und 12 Stück für so wenig Geld, finde ich, kann man auf jeden Fall mal machen. Und wie gesagt, ich finde, es ist einfach super lustig, wenn man seinen Freunden die irgendwie zwischendurch einfach mal schenkt. Dann habe ich hier noch ein Produkt, was wieder nur 1 Cent gekostet hat. Und zwar sind das wieder Gelstifte, weil ich habe ja noch nicht genug bestellt. Und zwar sind das solche Kakteen. So ein hellgrüner und so ein dunkelgrüner. Aber die sehen einfach irgendwie mega stylisch aus. Und da ich Kakteen eh richtig cool finde und dekorativ, dachte ich mir, bestelle ich die mal. Und wie gesagt, kosten aktuell nur 1 Cent. Dann muss ich sagen, so ein kleiner Fail, beziehungsweise eigentlich auch nicht. Ich habe halt so Sticky Notes bestellt, die ich halt mega süß fand. Aber ich dachte, weil auf dem Bild so halt verschiedene Farben abgebildet waren, dass man halt so ganz viele bekommt. Aber man bekommt nur ein so ein Paket in einer beliebigen Farbe. Und ich habe jetzt hier so gelbe bekommen mit so Schweinchen oben drauf. Auch mega süß, aber das habe ich halt nicht erwartet. Deswegen sage ich es euch mal. Vielleicht seid ihr ja auch so Kandidaten, die dann so geblendet sind vom Foto und einfach bestellen, ohne richtig zu lesen, denn so geht es mir öfter. Aber ansonsten sind die natürlich trotzdem irgendwie süß und natürlich auch praktisch. Ich meine, Sticky Notes kann jeder gebrauchen. Dann durfte als letztes natürlich noch ein Mäppchen mit, weil auch das fand ich cool. Denn es ist ein Kaktus drauf und da steht dann hier in so einer Sprechblase Stay away from me. Und hinten steht das auch nochmal. Da ist eigentlich auch genügend Platz für so ein paar Stifte. Und vielleicht ist das ja eher so ein bisschen was für euch. Die anderen beiden Mäppchen waren ja so ein bisschen extremer. Und das ist jetzt so ein bisschen dezenter. Und ich mag das eigentlich auch voll gerne, weil es eben so schlicht ist. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welches euer Lieblingsteil aus meinem Video war. Ich kann mich eigentlich nicht entscheiden, aber ich glaube, ich fand dieses Mäppchen echt am coolsten. Aber wie gesagt, alle Sachen sind nochmal in der Infobox verlinkt. Guckt einfach selber vorbei. Und vor allem guckt auch mal da unten bei, das haben andere Leute noch dazu gekauft oder so, weil manchmal kommen da auch noch richtig coole, süße Teile zum Vorschein, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe oder die es auch noch nicht gab. Denn es gibt halt ständig auch neue Sachen. Falls ihr nochmal so ein Video irgendwann sehen wollt, wenn es neue coole Sachen geben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Und ansonsten schreibt mir auch gerne noch, ob ihr noch weitere Back-to-School-Videos sehen wollt und wenn ja, was? Vielleicht Hacks oder so? Dachte ich mir so. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!